Ist das nicht ein schönes Bild? Drei Hirschen nebeneinander, drei Generationen, von klein bis groß. Grüß euch und hallo zusammen. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt einmal ein Traktor-Special. Der Grund ist, wie so viele gesehen haben, ich verkaufe meinen Inder. Und ich werde von allen Seiten von euch, aber natürlich auch über Instagram und über eBay Kleinanzeigen gelöchert. Ja, warum gibt's den Bulldog her? Ist der so schlecht? Hättest du das nicht früher überlegen können, bevor du ihn gekauft hast? Und jetzt muss ich euch mal ein bisschen aufklären, wieso und warum. Also Inder Nummer 1 habe ich ja inzwischen schon vor 4,5 Jahren gekauft. Wie ich in dem Inder-Video schon erklärt habe, ist er ja gemandelt worden, weil er Probleme hatte mit dem Allrad. Inder Nummer 2 ist wirklich ein zuverlässiger und fleißiger Traktor. Ich fahre ihn auch gern, weil er brutal wendig ist. Der dreht am Suppenteller um und er hatte auch seine Berechtigung. Nur hat sich in den letzten Jahren viel verändert. Auch natürlich mit dem neuen Güllefasel, dass ich einfach nur mit dem 6er fahren kann. Und den 6er, den guten alten 6400er, den habe ich ja vor inzwischen ungefähr 13 Jahren Gebrauch gekauft. Eigentlich aus dem Grund, weil ich einen zweiten Traktor mit Fronthydraulik und Frontsaftfälle und Druckluftbremse haben wollte, damit ich nicht immer einen 5er abhängen muss. Also, und der alte Herr ist halt nun 30 Jahre alt und hat seine Betriebsstunden drauf, hat im Endeffekt sein Leben schon, ich sage jetzt nicht gelebt, aber dieser alte Herr wurde jetzt letztes Jahr zu meinem Hauptschlepper. Der ist die meisten Stunden gelaufen im Jahr. Und uns war klar, irgendwie geht es auf Dauer nicht gut. Wir brauchen also einen neueren, vielleicht auch ein bisschen leistungsstärkeren großen Bruder für den 6400er. Was mit gefederter Vorderachse, was mit Klimaanlage, was, wo ich auf meine alten Tage, ja, ich werde auch nicht jünger, auch ein bisschen Komfort habe beim Fahren. Und dann war halt die Frage, welcher Schlepper muss gehen? Der 5er, der mit seiner Fronthydraulik, Frontsaftfälle, Druckluftbremse einfach vielleicht nicht mehr voll einsetzbar ist, aber wirklich sehr vielseitig und ein toller Schlepper mit auch entsprechend Leistung, wo man auch mal was hinhängen kann. Kann man auch mit dem Dreiachser zubringen nach Grevold fahren mit der Gülle. Oder der Inder, der der jüngste ist in der ganzen Runde, aber halt mit seiner fehlenden Druckluftbremse, keine Fronthydraulik, keine Frontzapfelle, der Motor mit den Abgasnormen ein bisschen kastriert. Ein anderer Betrieb wird jetzt sagen, ist mir egal, machen wir Chip-Tuning. Ja, natürlich kann man den chippen, dann gehen auch 90 PS und deutlich mehr Drehmoment. Aber ihr müsst immer dran denken, ich bin ein Ausbildungsbetrieb und bei mir ist halt auch mal der 16-Jährige im ersten Lehrjahr da, der einfach nur einen L-Führerschein hat und den kann ich dann mit so einem Gerät, das vielleicht dann mit der Endgeschwindigkeit 46 geht und wo einfach nicht mehr die ABE erloschen ist, weil er eben gechippt ist. Ich kann nicht den 16-Jährigen Auszubildenden im ersten Lehrjahr nicht mit einem illegalen Fahrzeug auf die Straße schicken. Das funktioniert nicht. Also man muss dann immer so ein bisschen dran denken, wie das so ist. Und er hat natürlich kein Lastschaltgetriebe beziehungsweise ein Getriebe, das ist jetzt nicht schlecht gestuft, also mit dem Getriebe kann man gut arbeiten. Dann kommt man halt immer wieder an die Grenze, dass die Gruppe C, der erste Gang, zu lang ist und der Gruppenwechsel auf der Straße nicht wirklich funktioniert, weil die Gruppenschaltung eben nicht synchronisiert. Er ist halt einfach jetzt ein bisschen beschränkt einsetzbar und ihn als reinen Mischwagentraktor zu nehmen, ist ein bisschen schade. Von daher haben wir uns schweren Herzens aber doch entschieden, dass der Inder gehen muss. Der 5er in Zukunft so ein bisschen sein Dasein auch vor Mischwagen fristen muss.
und mir zum Sechser dazu noch einen größeren Bruder sozusagen anschaffen. Ja, klar, viele sagen, ja, jetzt kommt dann der 6120M. Der 6120M ist ein Traum, ist natürlich ein toller Traktor, wird mir auch sehr gut gefallen. Aber ihr wisst alle, was so neue Traktoren an Geld kosten. Also wir sind im Moment eher auf der Suche nach was Gutem Gebrauchten. Stufenlos soll es sein, gefederte Vorderachse soll er haben, Klimaanlage natürlich und Load Sensing, Fronthydraulik, Frontzapfwelle. Und da kommen natürlich mehrere Kandidaten in Betracht. Als stufenlos ist natürlich der Fendt, der 312er Fendt, würde mir schon gefallen. Wäre auch ein toller Traktor. Wobei man natürlich sagen muss, für einen 10 Jahre alten 312er Fendt, der vielleicht auch schon seine 5.000 oder 6.000 Stunden runter hat, noch 80.000, 90.000 Euro zahlen, ist halt echt viel Geld. Da kann man sich auch was Besseres holen oder was Neueres holen. Beim John Deere natürlich die 6110R oder so. Schauen wir mal. Case hätte auch was Interessantes, so die Case Westrum, Steyr Expert, wird uns auch ganz gut gefallen, hätte auch alles, was wir bräuchten. Deutz, den TTV, die wären auch preislich recht interessant. Ihr werdet euch mit dem Gedanken anfreunden müssen, dass wir nicht ganz so markentreu sind, wie das manche von euch glauben. Und etliche Fabrikate auch ausprobieren werden. Also es wird der eine oder andere Vorführer mal am Hof stehen. Also es bleibt spannend. Und was es dann im Endeffekt wird, das stellt sich raus. Klar wären gelbe Felgen was Tolles, aber das ist noch nicht sicher. Also der Song, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt es unseren Daumen mal hoch und pfiat euch. Bis zum nächsten Mal.